Querfeldein, Querfeldein. Alle Themen rund ums Rad. Ein herzliches Hallo und willkommen zu Querfeldein, unserem Fahrrad-Podcast von und mit Little John Bikes. Und die heutige Folge, es ist die 22. unter dem Titel Neues Tandem in der Little John Bikes Geschäftsführung. Und ich darf ganz herzlich begrüßen die Melanie Naumann, ein Name, der hier im Podcast noch nicht gefallen ist, Melanie, als künftige oder jetzt eigentlich schon, ja doch schon aktive CFO bei Little John Bikes. Hallo, herzlich willkommen. Guten Morgen, hallo André. Und bei uns Dr. Robert Peschke, der CEO, den kennt ihr alle schon. Robert, freue mich, dich mal wieder begrüßen zu dürfen hier bei uns. Ja, hallo André, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht mal ganz kurz eine Vorstellung, Melanie, für alle, die dich noch nicht kennen. Es sind einige, die jetzt vielleicht mit der Branche, mit der Fahrradbranche etwas vertraut sind, die werden deinen Namen natürlich schon mal gehört haben. Stell dich vielleicht ganz kurz mal vor zu Beginn. Ja, sehr gern. Danke für die Einladung und schön, dass ich heute hier dabei sein kann. Also ich bin die Melanie, bin aus Dresden, bin hier geboren und freue mich jetzt hier auch in Dresden den Job als CFO bei Little John Bikes zu haben. Bin verheiratet und habe 3 Kinder, 3 Mädchen, um genau zu sein. War zum Studium in München und ja, bin dort gut durch das Studium gekommen und hat mir auch viel Freude gemacht, wollte dann aber eben auch wieder nach Dresden zurückkommen. Und das hat schon mit vorhergehenden Jobs geklappt. Jetzt kann ich aber auch weiterhin hier bleiben und auch meine Karriere quasi hier fortsetzen. Das freut mich sehr. Genau. Ansonsten, was mir jetzt zu mir noch vielleicht sagen kann, ich bin sehr zahlenverliebt und sportverliebt. Das ist so das, was schon immer über meinem Leben steht. Also ich hatte auch in der Schule kurz die Idee, ob ich Lehrerin werde für Sport und Mathe. Aber das habe ich dann doch sein gelassen und mich eben fürs BWL-Studium entschieden, um da zumindest auch den Zahlenteil, Mathe-Teil mit abzudecken. Und sportlich bleibe ich jetzt weiter aktiv mit Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen und genau, während der Schule war ich Leichtathletik. Okay. Genau. Aber wahrscheinlich kommst du jetzt in den letzten 3 Wochen seltener dazu, Sport zu machen, weil das ist ja jetzt quasi der Neueinstieg bei Little John Bikes. Das ist richtig, aber ich probiere das schon mit dem Fahrradfahren zu verbinden, mit dem Weg auf die Arbeit. Okay. Ja, das ist genau, und das Schwimmen mache ich immer vor der Arbeit. Das heißt, ich starte halt früh, dann schon 6:30, gehe in die Schwimmhalle. Und also einmal in der Woche, nicht jeden Tag. Okay. Und ja, danach geht's eben auf Arbeit, frisch und munter. Das ist auch ganz gut. Melanie Naumann, CFO, also Chief Financial Officer, das heißt also die Frau der Zahlen bei Little John Bikes. Und die Veränderung, Robert, in der Geschäftsführung hatte sich ja im vergangenen Jahr schon angekündigt. Nun warst du ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, wir hatten darüber gesprochen, auch hier im Podcast, ganz wichtig oder ziemlich wichtig zumindest, dass diese Position in Zukunft von einer Frau besetzt wird. Warum? Fass es nochmal zusammen. Ja, vielleicht starte ich mal damit, nochmal den Begriff CFO ein bisschen einzuordnen, weil die Melanie zum Glück nicht nur die ganzen Zahlen verantwortet, sondern sie wird bei uns auch zusätzlich den Bereich der Expansion führen und das Personal führen und die IT. Das heißt, ist ganz schön wenig für mich übrig geblieben, stelle ich gerade fest. Das war ja auch immer mein Ziel, möglichst wenig arbeiten zu müssen. Na, Spaß beiseite. Also die Verantwortung der Gesamtunternehmung teilen wir jetzt nicht unbedingt nur inzwischen Zahlen und der Rest machen irgendwie ich, sondern wir haben das inhaltlich so aufgeteilt, dass wir gesagt haben, jeder hat einen wesentlichen Einfluss auf unser Gesamtergebnis. Das ist mir persönlich wichtig, nochmal einzuordnen zu dem Begriff CFO, weil der kann unterschiedlich untersetzt sein mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Ja. Also Melanie ist viel, viel mehr als nur die Zahlenkönigin. Ich sag dazu immer sehr, sehr gern Partnerin in Crime. Also wenn sich ein Thema ergibt in der Firma, dann braucht man ein Feedback. Und brauche jemanden, mit dem man das intellektuell und auch menschlich besprechen kann. Und da ist Melanie meine Ansprechpartnerin Nummer 1 bei Little John Bikes. Und warum war mir das wichtig? Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diverse Teams zu besseren Ergebnissen kommen. Das bedeutet nicht, dass die konfliktfrei immer erarbeitet werden. Denn wenn man heterogener Meinung ist, dann braucht es natürlich auch Argumente, wenn man seine eigene Position durchsetzen möchte. Und ich habe immer scherzhaft gesagt, ich brauche jetzt keine Kopie von mir selber. Der sogenannte alte weiße Mann, den ich mir selber schon zuordnen würde, der bin ich ja schon.
Und deswegen war mir das wichtig, mit einem gewissen Mindset an die Suche zu gehen. Und das ist sicherlich nicht sehr populär gewesen, das Mindset. War vielleicht jetzt auch nicht mega populär im Gesellschafterkreis zu sagen, ich hatte zwei Kriterien, 10 Jahre jünger. okay. Und wenn es geht, nicht weiß und männlich. Jetzt ist es zumindest so geblieben, dass ich zwei Kriterien haben sich fantastisch erfüllt. Und zwar das Kriterium zu sagen, ich habe eine Kollegin, die ja im familiären Kontext in einer anderen Lebensphase steht, als ich das stehe. Punkt 1. Und der Punkt 2 ist eben, dass sie eine Sichtweise, und zwar eben nicht nur auf die Zahlen, sondern aufs Geschäft, auf unsere Kunden und Kundinnen, auf unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bringt, die einfach anders ist und dadurch befruchtend. Nicht immer einfach, aber ja, es macht ja Spaß zu argumentieren. Und wenn man mit Argumenten die beste Lösung findet für die Firma, ja, dann kommen wir alle ein großes Stück weiter. Also wenn man so ein Wunschszenario tatsächlich gestalten würde, dann muss man sagen, bin ich schon mega happy, dass Osterhase und Weihnachtsmann zusammengehalten haben. Denn wir haben uns vor ungefähr 6 Monaten hier darüber unterhalten, was so mein Fokus wäre. Ja, und besser hätte man es gar nicht treffen können. Kennt die Branche, liebt das Produkt, passt menschlich. Ist anstrengend, weil ich natürlich jetzt jemand habe, mit dem ich mich austauschen muss, bevor ich entscheide. Aber die Entscheidungen wären besser. Also nochmal sorry, Melanie, für meine eindimensionale Einordnung, ja, die Frau der Zahlen. Aber dafür ist ja dieser Podcast da, dass wir uns alle ein bisschen besser kennenlernen. Jetzt weiß ich also die ganze, jetzt kenne ich die ganze Dimension. Das heißt, du stehst im Grunde genommen auch dafür, gegen das Klischee anzugehen, dass Fahrradfahren oder überhaupt die Fahrradbranche eine Männerdomäne ist. Auf jeden Fall. Also das ist mir auch sehr wichtig, ne? Nicht jetzt nur zu zeigen, Frauen können in Führungspositionen ja, erfolgreich sein, sondern eben auch zu zeigen, Frauen in der Fahrradbranche, das ist ein Feld, was wir eben noch bespielen wollen, ne? Was wir offen gestalten wollen und da Frauen auch anziehen möchten, um mehr auch unsere Kunden wieder zu spiegeln. Ja, und Robert hat es ja gerade gesagt, vor 6 Monaten haben wir uns darüber unterhalten. Das heißt also, Robert, ihr habt 6 Monate lang gesucht. Das ist ja schon wieder ein bisschen Indiz dafür, dass eben das Top-Management in Unternehmen wie euren oder in diesem Bereich, in dieser Branche vielleicht auch, doch immer noch männerdominiert ist. Wie schwierig war es, wie aufwendig war es dann am Ende auf die Melanie zu kommen? Also eigentlich langweilt mich das total, immer wieder über Geschlechter und Stereotypen zu sprechen. Ja. Das ist wirklich schrecklich. Aber ich will, bevor ich die Frage beantworte, noch mal ein Stück vorher ansetzen. Ich war letztes Jahr im Oktober, war ich als Speaker auf der Structured Finance. Das ist so eine Messe irgendwie in Stuttgart, wo sich ganz, ganz viele Menschen, die sich mit Finance viel besser auskennen als ich, treffen. Ja, und ich habe dann meinen Freunden geschrieben, wie sieht der Durchschnitt, also habe ich eine WhatsApp geschrieben, wie sieht der Durchschnitts-CFO aus? Doppelpunkt, 1,85 Meter, 52 Jahre, dunkelblauer Anzug. Weil ich war der Einzige in der gesamten Veranstaltung, der natürlich wie immer keinen Anzug getragen hat. Und sie sah einfach aus wie ein Exot. Und irgendwann dann in der gesamten Veranstaltung habe ich nach einer halben Stunde gesehen, oh, es gibt ja auch 3 Frauen bei 2.500 Teilnehmern. Und das war faszinierend. Oh. Zu sehen, dass gerade, und das kommt nämlich noch mit dazu, Fahrradbranche, ja, wenig Männer, aber im Bereich Finance ist meine Erfahrung, sind ja Frauen, weiß nicht, Melanie, welche Erfahrung du hast, total unterrepräsentiert. So, und ich kenne das auch aus dem Banking, je höher man, also kenne ich ein paar Vorstände von unterschiedlichen Sparkassen und so weiter, also ich sehe dort immer ganz, ganz wenig irgendwie Diversität. Und deswegen ist das so geil zu sagen, okay, wir sind in der männerdominierten Branche, tick the box, Melanie ist da. Es gibt eine Verantwortung in Unternehmungen, die eigentlich auch extrem männerdominiert ist. Tick the box, Melanie. Und daneben gibt es aber diese ganzen Add-ons, die ich vorhin schon aufgezählt habe, also inklusive die Organisationsfähigkeit, das Thema Karriere, das Thema Familie, das Thema Arbeit so hinzubekommen, dass ich überhaupt alles in der Zeit schaffe. Und da kann ich sagen, das sehe ich auf den allerersten Blick, ist halt Melanie deutlich stärker als ich. Da muss ich jetzt also ganz schön Gas geben, dass ich da nicht abgehangen werde, was Effizienz angeht, Meetingorganisation, was das digitale Ablegen von Informationen angeht. Vielleicht auch, was das rationale Bewerten von Phänomenen angeht, habe ich jetzt eine Partnerin in Crime, die mich ganz schön treibt, auch beeindruckt. Und das kann für unsere Unternehmung, kann das nur eine extrem gute Basis sein. Deswegen bin ich komplett happy. Ja, glaube ich. Und es hat aber eben wirklich nicht auf Anhieb geklappt. Also ihr habt schon eine Weile suchen müssen, um auf Melanie zu kommen, ja?
Ja, tatsächlich waren ja Melanie und ich sehr, sehr lose über LinkedIn schon vorher in Kontakt. Ach, ihr kanntet euch schon? Naja, nicht persönlich, wie das heutzutage so ist, sondern über Social Media. Mhm. Ich bin da transparent, ich hätte mich nicht getraut, sie anzusprechen, weil Bike24 für mich über viele Jahre ein Vorbild ist in vielen Dingen. Vielleicht nicht unbedingt aktuell im Betriebsergebnis, aber zumindest was das Branding angeht, was die Art und Weise ist, Talente zu attrahieren, hätte ich auf Bike24 und habe ich immer drauf geschaut, sagen, okay, wow, die machen da einen richtig geilen Job. Ich finde auch insgesamt, dass das der Abstand zwischen Bike24 und uns vor 5 oder 7 Jahren so war, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass dort jemand wechselt. So. Mhm. Deswegen tatsächlich habe ich Melanie jetzt nicht angesprochen, aber der Suchprozess war so, dass wir anhand von meinen Kriterien uns sehr schwer getan haben. Und zum Schluss dann hat es doch geklappt, dass wir eine Verbindung gefunden haben über einen Headhunter, der sich dann das getraut hat, was ich mir nicht persönlich getraut habe. Da hätte ich mir viel Geld sparen können. Übrigens, Melanie, hätte man eine schöne Feier machen können von dem Geld. Hat Melanie angesprochen. Wir haben uns getroffen, weil ich ja in der Branche auch nicht gerade positioniert bin als der einfachste Charakter. Haben wir uns 2-3 Mal getroffen, ausgetauscht und ich habe mich gut verstellt. Einigermaßen so getan, als ob man mit mir zusammenarbeiten kann. Mhm. Und dann hat's geklappt. Ich muss das kurz erklären. Robert, wir haben uns kennengelernt, ich glaube, vor 2 Jahren war es auf der Radtour. Wir sind mit Hörern nach Venedig gefahren. Und Robert als CEO wollte eben einfach mal wissen, wie ist das, wie fühlt sich das an, wenn so eine große Kooperation mit einem Radiosender, mit Endkunden sozusagen, denn das waren ja alles Hörer, die dann mit der Hardware von Little John Bikes unterwegs waren, auch mit Rädern und so weiter. Also er wollte einfach mal wissen, wie sich das anfühlt und wie das ist und so sind wir zusammengekommen. Und ich gebe zu, die ersten Stunden unseres Kennenlernens waren für mich einigermaßen erschreckend, aber insofern, dass ich seine direkte Art einerseits brillant, andererseits aber auch irritierend fand. Also ich habe mir dann so vorgestellt, wir haben dann im Verlauf der Radtour, wir hatten dann eine ganze Woche Zeit, uns näher kennenzulernen, auch immer wieder darüber gesprochen, wie fühlt sich das an für Mitarbeiter zum Beispiel, ja, wenn jemand kommt und wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt als Chef, als CEO, ja, und auch keine Rücksicht nimmt auf irgendwelche Befindlichkeiten, sondern sagt, das muss jetzt wirklich so werden, weil das ist im Sinne der Sache. Auf der anderen Seite aber trotzdem ein sehr, sehr herzlicher Typ ist. Also man könnte sagen, hart, aber herzlich. Aber eben in einem Sinne, der erstmal möglicherweise verstörend wirkt. Wie war das bei dir, so vom ersten Eindruck, wenn wir jetzt gerade mal so bei den zwischenmenschlichen Dingen sind? War das eine ähnliche Erfahrung oder seid ihr noch nicht so weit? Doch, also wie gesagt, ich kannte den Robert schon von LinkedIn und seinen Posts und war da auch erstmal vorsichtig. Ja, oder habe ihn dann auch drauf angesprochen im Gespräch, um ihn besser kennenzulernen. Ja. Mhm. Und dann hat es für mich auch mehrere Gespräche gebraucht, um einfach zu sehen, das kann mit uns passen, das Zusammenarbeiten kann ich mir vorstellen. Und das war für mich schon auch wichtig. Ich habe auch noch einen Austausch mit anderen Little John Bikes Kollegen und Kolleginnen gesucht, um da ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, mit wem arbeite ich da, weil es ist ja klar, ich werde nicht nur mit Robert zusammenarbeiten, sondern es ist ja noch, sind weit mehr Mitarbeiter, die dahinter stehen. Und das war mir dann eben wichtig. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir viel miteinander gesprochen. Das wird eine Herausforderung. Es ist anders, als ich bisher gearbeitet habe, aber man lebt ja auch für Herausforderungen, ja. Und hat mich nicht abgeschreckt und hat sich auch so bestätigt, dass wir da gut miteinander klarkommen. Er ist ja kein Schmeichler. Das ist er wirklich nicht. Bei Robert ist es immer die Liebe auf den zweiten Blick. Würde ich sagen. Aber dann ist er unfassbar tief. Genau. Das ist ja, ich sag jetzt mal zugespitzt, Robert Peschke ist ja nicht die einzige Herausforderung, vor der du stehst, sondern auch das Unternehmen Little John Bikes natürlich in diesen Zeiten, wie jedes andere Unternehmen in dieser Branche auch. Das ist ja nun nicht die einfachste Zeit. Hast du dir das alles gut überlegt? Ja, also die Fahrradbranche kenne ich ja jetzt auch schon länger. Also ich bin ja die letzten 6 Jahre quasi bei Bike24 im Onlinehandel gewesen, habe da die extreme Boomphase auch mit Corona mitgemacht und jetzt aber auch die schwierigen Jahre, die letzten 2 eigentlich. Und insofern war ich da schon drauf eingestellt. Ja, es war jetzt nicht komplett kaltes Wasser, man kennt die Themen, man ist vertraut mit der Branche. Es gibt einen kleinen Unterschied, ne, zwischen Online und Filialen, kleiner, größer, je nachdem. Aber es hat schon geholfen, dass ich zumindest mit der Fahrradbranche jetzt seit 6 Jahren im
engen Kontakt stand. Hm. Du hast ja deine persönlichen oder privaten Verhältnisse schon kurz angerissen. Das heißt also verheiratet, dreifache Mutter. Ja. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich meine, das wird ja nun mit der neuen Aufgabe, der neuen Herausforderung nicht weniger. Das wäre der eine Teil der Frage. Der andere, wird die Familie dann in so eine Entscheidung mit integriert, in so einen Entscheidungsprozess? Wie war das? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also mit meinem Mann war ich schon frühzeitig im Austausch, wo ich oder wir uns beruflich hinentwickeln wollen. Und insofern war das jetzt ein laufender Prozess. War das jetzt nicht von heute auf morgen, jetzt ist die Stelle im Angebot und oder steht bereit und ob ich das machen will, sondern das war schon klar, dass dann der Weg dahin geht, dass ich da mich hinentwickeln möchte, Teil von der Geschäftsleitung werden möchte. Und insofern hat das dann gepasst und für uns war wichtig, dass es jetzt in Dresden ist oder zumindest ja, hätte man sich eben dann überlegen müssen, ob man zusammen irgendwo anders hinzieht. Mit Dresden macht es uns natürlich einfach, weil die Familie hier ist, weil wir da Unterstützung haben von Oma, Opa. Mhm. Also da sind wir ganz gut organisiert. Wir teilen uns auch beide rein. Also es ist jetzt nicht, dass zum Glück mein Mann irgendwie viel unterwegs ist, sondern der hat auch mal seine Geschäftsreisen, aber ist eigentlich zu 90-95% in Dresden oder Umgebung. Insofern ist das ja jeder Tag anders. Also wir haben kein festes Konzept, dass wir sagen, der eine bringt immer früh, der andere Nachmittag. Wir teilen uns jede Woche neu ein, wie jetzt die Termine liegen. Das einzig Feste, was wir jetzt schon fast seit 10 Jahren haben, was wirklich gut ist, ist unser freier Montag. Mhm. Da werden die Großen inzwischen vom meinem Opa abgeholt und die Kleine teilt sich ein mit unseren Müttern quasi, dass die immer sich im Wechsel abholen und insofern. Also kinderfreier Montag. Kinderfreier Montag, ja, also zumindest bis 18 Uhr, dann kriegt man sie zum Abendbrot wieder und das hilft zumindest schon mal, gerade dass Montag auch unser voller Tag ist mit vielen Leitersitzungen und Terminen und das war es auch schon bei Bike24, der Montag war immer voll mit jetzt mit Wochenbericht und was steht an für die Woche, hat das extrem geholfen. Ja. 3 Wochen jetzt bei Little Drum Bikes, hast du ein gutes Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, das wäre jetzt die Frage an beide, also bisher so, wenn man das mal evaluiert. Also ich fühle mich schon fast wie länger als 3 Wochen tatsächlich dabei. Finde ich, komme gut in die Themen rein, bin auch sehr offen aufgenommen worden. Ein toller Austausch mit jedem der Kollegen. Ich war jetzt auch schon mal einen halben Tag in einer Filiale. Auch das war ja spannend und gut zu sehen, wie da die Abläufe sind. Auch da die Kollegen total nett und ich freue mich immer noch. Es macht jeden Tag Spaß, auf Arbeit zu kommen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und auch zu sehen, wo wir hin wollen und daran mitwirken zu können. Oh, ja, also wirklich eine riesen Herausforderung. Jetzt schon mehr als 60 Filialen und das ist ja eben noch längst nicht das Ende der Fahnenstange, das auch geografisch erstmal alles so einzuordnen, ja, Leute kennenzulernen, zu treffen. Robert, wie war das für dich so die ersten 3 Wochen mit der Melanie? Ja, faktisch haben wir ja schon so eine kleine Voreinarbeitung gemacht. Melanie hat ja an mehreren Veranstaltungen von Little Drum Bikes schon teilgenommen. Wir haben uns persönlich 2-3 Mal getroffen, Teams Meetings gehabt. Von daher ist das jetzt für mich nicht irgendwie ganz überraschend gewesen. Ah, hoppla, da ist jetzt eine neue Person. Ich sag mal, als Berater weiß ich auch, glaube ich, ziemlich gut einzuschätzen, wie das so ist, in eine neue Organisation zu kommen. Ich denke, dass ich mich auch psychologisch mit so Situationen in meinem Leben sehr oft beschäftigt habe. Man verarbeitet Informationen immer aus dem eigenen Kontext und es ist völlig klar, dass jetzt Melanie aus ihrem Kontext heraus in die neue Organisation tritt und dort bestimmte Beobachtungen macht, die sie in ihrem bekannten Kontext entweder einordnen kann oder auch nicht. Und dass dort Fragestellungen und Sichtweisen entstehen, die man dann austauschen muss, das war mir klar. Ich bin sicherlich jemand, dass ich mich selber einigermaßen kenne und reflektieren kann, so dass ich versuche, genügend Raum zu geben, aber auch versuche zu sagen, okay, so eine Art Assimilationsphase brauchen wir schon miteinander, wo man bestehende Dinge versteht. Also das ist ja auch mein Hauptthema im Leben eigentlich, Organizational Heritage, zu sagen, ich muss eine Organisation verstehen, um sie verändern zu können. Da bin ich selber wahrscheinlich nicht so geschickt gewesen als Berater, weil ich eher immer in Mandaten war, wo man ziemlich knackig Ergebnisse produzieren musste. Mhm. Und ich habe mir ehrlich gesagt im Vorhinein keinen negativen Gedanken gemacht, was könnte irgendwie jetzt passieren, weil ich ja Melanie schon kennenlernen durfte
Und wir brauchen Zeit miteinander, die fordere ich auch immer mal wieder ein, vielleicht mehr als Melanie, um uns auszutauschen, um uns abzustimmen, um uns gegenseitig noch besser kennenzulernen, zu verstehen. Was ich definitiv nicht wollte, war eine Abstimmung vor dem Podcast hier, die habe ich auch ein bisschen mich darum gedrückt, weil ich gesagt habe, nee Melanie, lass uns hier einfach treffen und uns miteinander unterhalten, weil der Podcast lebt ja von Lebendigkeit. Und man muss auch mal ganz klar aussprechen, es ist überhaupt gar nicht möglich, ohne eine Kollegin oder einen Kollegen in der Geschäftsführung dieser Organisation zu führen. Mhm. Die Herausforderungen in der Fahrradbranche, die makroökonomischen Herausforderungen sind so groß, dass es da überhaupt gar keinen Weg vorbei gibt. Und ich bin dankbar, dass es so gekommen ist. Wir haben eine ganze Menge an Arbeit zusammen zu leisten. Und mein Gefühl, dass die Arbeit zu schaffen ist, ist viel, viel größer, als ich das vielleicht noch vor 8 Wochen gefühlt hätte. Mhm. Und das ist für mich eine totale Entlastung. Mhm. Ja, weil das soll jetzt nicht das falsche Signal sein in die Organisation, aber man kommt schon manchmal so vor eine Herausforderung, wo man sich dann fragt, naja, hast du eigentlich Bock, dich jetzt um diesen Käse auch noch zu kümmern? Das geht halt von Fachkräftemangel los, Babu-Rückruf beim Thema Lastenrad und so weiter. Mhm. Also es hämmern ja auf einen Geschäftsführer, das wird Melanie jetzt auch merken, in der Woche 5 oder 6 Phänomene ein, über die man am Montag früh noch gar nicht nachgedacht hat, ja. Und dass wenn das in einer hohen Taktung kommt, muss man sich halt auch fragen, wie lange kann ich das und will ich das überhaupt leisten oder mir antun? Und da habe ich jetzt ein echt ein gutes Gefühl, könnte jetzt auch operativ noch weitere Lobeshymnen irgendwie singen, will ich aber gar nicht. Aber wir hatten gestern ein Thema, gemeinsam mal zu gucken, warum war die letzte Woche so schwierig. Ja, und dann habe ich halt jetzt eine Kollegin, die einen Wetterbericht guckt, dort eine kleine Analyse macht und ich sag mal in der Schnelligkeit und in der Tiefe ein Phänomen durchdringt, was ich so früher nicht hatte. Und das ist einfach eine große Entlastung. Nun, ich meine, es ist schon angedeutet worden von euch, sitzt ja als Geschäftsführung nicht in einem Elfenbeintor. Ihr interagiert mit einem großen Team, das immer größer wird. Welche ersten Erfahrungen hast du da gemacht, Melanie? Ja, also ganz tolle. Also schon auch bei den Events, die wir eben vorher hatten, ne, bevor ich jetzt am 1.4. angefangen habe, bin ich ja in Kontakt mit den Mitarbeitern gekommen und die waren ganz offen und freundlich interessiert. Und insofern war das wirklich schön, ja, bei Little John Bikes den ersten Tag da reinzukommen in die Zentrale und zu wissen, hier werde ich mich wohlfühlen, das wird passen. Ne? Das war jetzt keine Unbekannte, als ich da eben anfing. Okay. Das hat mir sehr geholfen, vor allem, weil mir der Abschied schon auch ein bisschen schwer gefallen ist. Ne? Also ich hatte ein sehr tolles Team bei Bike24, es hat mir auch viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten. War aber auch klar, von meinem Weg her geht's jetzt, oder den ich eben anstrebe, den ich noch gehen möchte, geht's jetzt dort erstmal nicht weiter. Das haben wir aber auch ganz offen miteinander besprochen. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass ich den trotzdem hier in Dresden und mit der Fahrradbranche bei Little John Bikes gehen kann. Und seitdem führe ich ja viele Gespräche jeden Tag mit den Mitarbeitern, um in die Themen schneller reinzukommen. Und bin auch an den anderen Abteilungen, die quasi nicht direkt jetzt an mich berichten, interessiert, ja, also auch mit dem Marketing, mit dem Einkauf, hatten wir letzte Woche ein kleines Kennenlernen, in der Filiale war ich, ja, also ich probiere da schon den Rundumblick zu bekommen. Okay. Und ganz oft ist heute schon das Wort Herausforderungen gefallen, immer wieder, Robert. Wo geht die Reise denn hin? Also was sind so die unmittelbaren Ziele für euch als Geschäftsführung, aber natürlich auch für das gesamte Team, für den gesamten Laden Little John Bikes? Ja, das Allerwesentliche ist für mich, die Melanie so schnell wie möglich onboarden. Da wollen wir jetzt nicht weiter die nächste Viertelstunde damit verbringen, aber das ist für mich das absolute kurzfristige Ziel. Denn je klarer und je besser sie auf das Geschäft blickt, desto schneller erkennen wir Phänomene, an denen wir arbeiten müssen. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2, der ist mir auch noch wichtig, desto schneller erkennen wir Phänomene, die ich nicht erkannt habe, an denen wir arbeiten können gemeinsam. Und in Bezug auf die Strategie, in dem Melanie dort einen klaren Blick drauf hat, werden sich auch neue Optionen entwickeln. Wir sind im Moment dabei, in eine Hauptsaison zu starten, die im März recht gut angelaufen ist, im April jetzt ein bisschen stockt, brauche ich dir nicht erzählen. Als Radiomann kennt man das Wetter. Definitiv. Wir sind jetzt nicht so zufrieden. Gestern lagen hier im Süden von Dresden 2 Zentimeter Schnee im Lockwitzgrund. Heute früh waren -4 Grad im Lockwitzgrund. Also da sind wir jetzt im Moment, na, man kann schon sagen, auf der Suche nach der Sonne. Es soll sich ja am Wochenende verändern. Ja. Das heißt, wir konzentrieren uns im Moment auf die Einarbeitung, wir konzentrieren uns auf den Saisonstart.
Wir wollen mit Biegen und Brechen einigermaßen die tollen Ergebnisse bestätigen, die wir im letzten Jahr unter den gegebenen Möglichkeiten erzeugt haben. Das wird eine große Herausforderung. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr noch mal ein bisschen wachsen. Und in den nächsten Wochen und Monaten freue ich mich darauf, mit Melanie einfach über verschiedene Optionen zu diskutieren. Ich habe viele Pfeile im Köcher, in welcher Richtung wir gemeinsam wachsen können. Und ich bin mir ganz sicher, so wie ich Melanie bis jetzt kennengelernt habe, sie wird auch Pfeile im Köcher haben oder noch Pfeile finden und in ihrem Köcher sammeln und mich damit irgendwann anschießen oder vielleicht abschießen oder umschießen. Und genau das braucht es, weil eins ist klar, unser Markt ist exorbitant explodiert während Corona. Das hat, glaube ich, jetzt auch der allerletzte Endkunde verstanden, dass es dort einen Boom gab im Bereich Trekking, Outdoor, Fahrrad, Canyoning und so weiter. Danach ist unser Markt ja zerrüttet durch die Wertschöpfungskette, die im letzten Jahr extrem viel Ware reingepumpt hat. Dann kam nach Corona die Ukraine-Krise, die den gesamten Markt nochmal durcheinander gewürfelt hat, indem der Endkunde immer noch aufs E-Bike schaut, aber jetzt nicht mehr ganz so euphorisch, wie vielleicht das im Boom der Fall war. Viele Kolleginnen und Kollegen sind immer noch mit Ware voll bis zum Dach. Das heißt, wir sind in echt turbulenten Zeiten. Das Schiff haben wir zumindest auch im Jahr 23 recht gut durch diese Zeiten geführt. Wir werden das auch gemeinsam, die Melanie und ich, ziemlich gut durch dieses Jahr führen. Das macht alles nicht glücklich, aber das ist eine gute Basis dafür, vielleicht im Jahr 25 oder 26 irgendwann wieder zu einer, ich sag mal, normalisierten Wertschöpfungskette zurückzufinden. Und wir haben insgesamt Innovationsprojekte definiert, die übrigens auch alle in der Verantwortung, weil das Projektmanagement liegt auch bei der Melanie, die alle in der Verantwortung fallen von der Melanie. Und an diesen Innovationsprojekten, die gehen im Bereich Digitalisierung, im Bereich Bestandsmanagement, die gehen in den Bereich Attrahierung von neuem Personal. Also wir haben einen richtigen Plan. Und das gibt eigentlich Hoffnung, wenn wir jetzt noch jemand haben wie Melanie, die hochorganisiert und auch deutlich besser im Projektmanagement ist, als ich das bin, ja, weil ich doch ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen bin. Das gibt mir eine sehr große Hoffnung, dass wir, sobald die makro- und mikroökonomischen Zahlen sich normalisiert haben, also einfach ein geiler Fahrradhändler sind. Mhm. Da ist der Rucksack ganz schön vollgepackt, Melanie. Aber du bist und bleibst zuversichtlich, ja? Auf jeden Fall. Ja? Also das erschüttert mich auch jetzt alles nicht. Nee, das wollte ich ja, also auch bewusst nochmal mehr Verantwortung über den Finanzbereich hinaus. Das hatte ich ja drei Jahre zuvor quasi jetzt am Stück gemacht, den ganzen Finanzbereich bei Bike24 verantwortet. Und insofern freue ich mich da noch weitere Schritte zu gehen und Themen umfangreicherer Art. Ja. Mit anzugehen. Und ich glaube, das Team hat auch Grund zur Freude. Also wenn ich das als Außenstehender, ich bin ja nicht ganz Außenstehender, aber wenn ich das mal ganz kurz beurteilen darf, hier von meinem ersten Eindruck, ihr seid ein gutes Tandem, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da geht auch ganz viel Energie aus von euch. Also, danke dir. Da bin ich, also ich, wie gesagt, für meinen Teil absolut zuversichtlich. Jetzt lass uns mal ganz kurz, weil das ist immer so das Ende eines jeden Podcasts, so über Ziele, auch sportliche Ziele sprechen. Also Melanie hat ja schon gesagt, du fährst nach wie vor regelmäßig Rad und wenn es der Weg zur Arbeit ist. Genau. Gibt es sonst noch irgendeine größere Herausforderung, wo du sagst, in diesem Jahr, das möchtest du mal schaffen? Vielleicht, wenn mal kinderfrei ist oder was auch immer, oder mit den Kindern, habt ihr irgendwas? Mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad ist eine gute Frage. Also ja. Wir reden da schon ein bisschen drüber. Also im Sommer geht's an den Bodensee. Mhm. Aber ich glaube, eine Runde um Bodensee wäre sehr ambitioniert. Das wird's wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall da eine größere Tour dann quasi. Okay. Genau. Und Robert, du müsstest ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit haben eigentlich, ja? Sport machst du sowieso regelmäßig, aber vielleicht auch mal wieder länger aufs Bike, größere Touren. Gibt's da irgendein Ziel? Naja, du hast heute ein paar Mal über das Tandem gesprochen. Ja. Ich sitze jetzt mittlerweile hier zumindest auf dem Tandem bei den John Bikes ja hinten. Und mein Ziel wäre ja irgendwie wieder mal in die Position ab und zu kommen, in der Melanie jetzt sitzt vorne. Mhm. Nee, ich habe kein sportliches Ziel in diesem Jahr. Ich versuche mich wirklich sehr darauf zu konzentrieren, die Unternehmung dahin zu führen mit Melanie gemeinsam, wo sie hin muss. Das ist eine Priorität und meine sportlichen Aktivitäten versuche ich da ringsrum irgendwie Vormittag oder Nachmittag oder Abend anzuflanschen. Dieses Jahr ist ein Jahr, was mich persönlich sehr fordern wird, denn wir haben Ziele, die wir miteinander umsetzen wollen und müssen einfach das Fundament gemeinsam glattziehen. Da sind viele Sachen
an denen wir gemeinsam arbeiten müssen. Und deswegen steht der Sport jetzt bei mir im Hintergrund. Der findet jeden Tag statt, das ist bekannt, aber nicht mit irgendwelchen besonderen Zielen. Okay. Und ich freue mich erstmal mega, dass wir relativ bald auf den Rabenberg zusammenfahren, André, und dort gemeinsam ein bisschen ein paar Trails runterfahren. Das wollte ich nämlich sagen, der Robert stapelt total tief, ne? Also auch ich habe keine sportlichen Ziele und so weiter. Das ist ja eine große Radioaktion, die wir gerade machen, ja, um eben auch Frauenpower auf dem Rad zu unterstreichen und auch ein bisschen zu unterstützen. Das heißt, es geht mit den Ladies auf den Rabenberg und das macht der Robert dann mal so nebenbei, ne? Das ist ja auch ein ganzes Wochenende, wo Trails gefahren werden und das ist schon herausfordernd. Ist eigentlich vorgesehen, dass die Melanie auch mal zum Beispiel nach Potsmirken und so, wo wir waren in Polen, dass sowas auch mal stattfindet? Findet, dass die Melanie da implementiert wird? Oder wäre das überhaupt was für dich, so Trail fahren, so ein bisschen mit E-Bike zum Beispiel, E-Mountainbike? Ja, also ich würde es bestimmt mal ausprobieren, aber bergrunter bin ich wirklich noch eher vorsichtiger unterwegs. Mhm. Ich hatte jetzt auch schon mal vor fast 2 Jahren die Möglichkeit, mit dem E-Bike in Österreich eben da den Berg zu erklimmen. Ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, ich bin dann doch eher der, ja, wenn man es jetzt so ganz klassisch nur Mountainbike, sagt man dann? Trekkingradfahrer. Bist du Trekkingradfahrer? Ich bin Trekkingfahrer. Ja, okay. Ja, genau, das wohl eher. Also ich aber bin jetzt nicht, ich muss unbedingt den Berg hoch, um den schnell wieder runterfahren. Aber wir haben einen Termin in Potsmirke. Wir fahren gemeinsam mit der Melanie, fahren wir dorthin. Das ist ja allerdings ein Mountainbike-Gebiet, Melanie, wo wirklich jede Frau und jeder Mann seinen Weg findet. Mit viel Spaß, André. Wir waren schon dort zusammen. Also da kann man sich dem Thema Mountainbike oder eMTB so nähern, dass sich jeder total in seiner Komfortzone bewegt. Genau, da gibt es ja unterschiedliche, also ähnlich wie beim Skifahren, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ich glaube, grüne, rote, schwarze Pisten und so weiter. Und da muss man sich, also man ist nicht gezwungen, sich da nicht gleich die schwarze Piste zu überfordern. Nein, sehr wirklich gut. Nicht, dann, gar nicht. Ja. Dann fange ich da erstmal einfach an, sagen wir es so. Sehr schön. Ja, dann nochmal von meiner bescheidenen Seite alles, alles Gute für eure Arbeit, für euer Tandem. Hat Spaß gemacht und ja, wir werden uns sicher wieder hören, wieder sehen sowieso und dann mal gucken, wie es gelaufen ist. Alles Gute, ob der Herausforderungen, die da vor euch liegen und vor euch stehen und ja, gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Ganz vielen Dank, André. Melanie Naumann und Dankeschön, Dr. Robert Peschke von Little John Bikes. Ach so, und bitte abschließend noch ein Hinweis, vielleicht gibt's ja jetzt schon Hinweise, Anfragen, Kritik, was auch immer, schreibt uns, teilt uns das mit. Wir lassen das nicht unbeantwortet und unbearbeitet, also bitte gerne eure Reaktion, vielleicht auf die Melanie Naumann, auf den Robert oder rund um das Thema Fahrrad, um das Thema Little John Bikes. Wir sind gespannt auf euer Feedback und ja, wünschen jetzt eine gute Fahrt ins Frühjahr, wo es endlich wieder besser wird mit dem Wetter. Und ja, Dankeschön nochmal Melanie und Robert. Vielen Dank. Danke, André. Danke, André. Querfeldein, Querfeldein wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstradexperten.